So, da bin ich wieder. Müssen wir mal mehr Hotkeys einrichten für Musik und umschalten und alles. Deswegen dauert das immer bei mir so ein bisschen, bis ich umgeschaltet habe. So. Ja, ich gehe jetzt einfach zu diesem Fahrstuhl. Was fällt mir, um ehrlich zu sein, gar nicht ein. Dich hatte ich vergessen. Mist, wollte erster schreiben, waren wohl gleich schnell. Ja, wie es scheint. Und vielen Dank für das WB. Dir auch ein WB. So, der Aufzug funktioniert. Ja, okay. Wollte gerade sagen, wir haben doch wieder Strom für den Aufzug gemacht. Wollte sagen, Spiel, verarsch mich jetzt nicht. Der Aufzug funktioniert. Jill! Barry! You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Oha, hier liegt Schrotmuni. Die packe ich natürlich gerne ein. Sonst war hier nichts, naja, der Raum ist grün. So. Die nehmen wir gerne mit. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate Stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit!
damn it! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak. Oh, ja, da stimme ich dir zu. Man schlägt keine Frauen. Aua. Es ist nicht so gut, dass da eine Sackgasse ist. Komme ich hier... Muss ich hier raus? Komme ich hier raus? Muss ich gegen ihn kämpfen? Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Ich hätte, glaube ich, mehr Heilung gebraucht. Fällt mir mal so auf. Was? Ja, nimm das Spray da raus. Boah. Nee, nicht kombinieren, verwenden. Ah, das war... Wunderbar. Schön, schön, alles immer vorbei. Trifft auch immer, ne? Wir brauchen eindeutig irgendwo was zu heilen. Ich hoffe, wir finden noch irgendwo was. You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Ich darf mich umschauen. Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Finde ich schön, dass ich mich umschauen war, aber... Ich dachte, wir haben das jetzt geöffnet. Ich habe gedacht, das Tor würde dann aufgehen. Aber ja. Gut. Ist es das nicht? Hier ist aber noch immer irgendwas rot wieder in dem Raum. In der Hoffnung, dass ich es finde. Mit Terminal. Ja, okay. Ja. Das interessiert mich alles nicht. Ich will Heilung oder irgendwie sowas. Ich finde aber hier nichts in dem Raum. Naja. Machen wir einmal den. Rüsten auch mal die große Knarre aus. Weil leider war es das noch nicht. Wesker must have set it off. Let's hurry. So. Können wir
So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Wir holen noch was zu heilen und... Ne? Ja, aber so viel Zeit muss sein. Ich weiß gerade nicht. Ist auch noch mal so viel Zeit, um einmal... So viel Zeit ist bestimmt auch noch. Aber ich hatte es doch dann richtig im Kopf mit, dass es gleich vorbei ist. Ich glaube, jetzt kommt ein Kampf. Ja, der wird doch auch ein bisschen interessanter. Ich bin wirklich überlegen, ob die Sprenggranaten von meinem Granatenwerfer überhaupt so viel Schaden gemacht haben. Nicht versuchen, irgendwas anderes mitzunehmen. Wir sollten zu Chris mal gucken gehen. Es gefällt mir nämlich nicht, dass der noch immer... Ja. Ach toll. Das ist der falsche Raum. Ich bin wieder falsch, oder? Nee, ich bin richtig. Bitte lass mich doch in Ruhe. Ich habe zwar wieder Muni für mein Schrotgewehr, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine dumme Idee ist, die zu verschwenden. Obwohl die Magnum-Muni zu verschwenden. Wäre eigentlich noch dummer. Oh, ich hätte mich auch sollten einmal heilen. Ich Trottel. Naja. Zum Glück habe ich einmal wieder zwischengespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt dann sterbe. Ein Minion, halt dich fest und willkommen. Das Schloss ist geöffnet. Ja, herzlich willkommen, Minion 619. Gets you. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. So. Schnell mal gucken. Müssen wir überhaupt hin? Ich finde das immer gut, dass das so gut angezeigt wird. Jetzt ist doch ein Chris-Zelle, was rot. Verarscht ihr mich? Liegt Chris, liegt in deiner Zelle Muni? Wolltest du die nicht mitnehmen? Man kann wirklich wieder da rein. Ja, er hat hier Muni rum. Ja. Keine weiteren Fragen. Keine weitere Fragen. Wieso der Stars... Einer der Stars-Soldaten... Special-Einheit-Polizisten hier... Wieso er... die Muni nicht mitnimmt. Aber ja. Oh, ich weiß, wo wir müssen. Zu der Tür. Die weiß jetzt bestimmt Bescheid, dass es ein Notfall ist. Die weiß es jetzt, Rose. Come on, let's go. Ja, jetzt läuft er vor, ne? Die ganze Zeit brav hinter mir. Es heißt aber rauslaufen. Da sind wir draußen.
Ja, ich meine, deswegen laufe ich jetzt auch... Also, ich muss ganz sicher hier raus. Das steht ja mal fest. Deswegen laufe ich jetzt auch dahin. Was aber sehr gut ist, weil da kommen wir hier noch lang an eine Kiste vorbei und wir können uns schnell... Weißt du, ich gehe davon aus, die Pistole ist das, was wir wenigstens gerade brauchen gegen den Gegner. Deswegen lasse ich, glaube ich, die Muni hier. Würde ich behaupten. Ich verwende das. Aber jetzt müssen wir nicht mehr aufs Klo. ja, der ist... Stimmt natürlich. So, dann nehme ich lieber zwei Hilfssprays mit, weil ich glaube, mit dem Schrotgewehr, der Magnum und dem Granatenwerfer sind wir doch schon nicht schlecht bedient. Come on, come on, hurry! Ja, hier, siehst du? Jetzt weiß die Tür Bescheid. Es ist Notfall. Jetzt geht's auf. Guck. Boah. Okay, wir hätten gar nichts Großartiges müssten mitschleppen von Heilen. Leider kein Platz mehr. Ich will aber auch nichts von der von den Sachen, die ich dabei habe, will ich nichts liegen lassen. Das ist hier die Frage. Huch, was ist denn das? Jetzt muss ich doch was wegwerfen. Das sieht nämlich wichtig aus. Contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Briss! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Ich wollte aber auch nochmal zurück. Ich habe jetzt wieder Platz, was mitzunehmen. Ich will das Heilspray mitnehmen. Ah ja. Wenigstens ist nur ein Heilspray darauf gegangen und nicht, keine Ahnung. War doch vielleicht gut, dass ich die Pistolenmuni da gelassen habe und auch ein Heilspray mitgenommen habe. Was ist denn das? Okay, wo stelle ich die hin? Was ist, wenn ich jetzt einfach verwenden? Okay, das klappt aber. Oh Gott, sowas mag ich nicht. Zeitzwang. Ja, ich hasse Zeitzwang auch. Oh. Jill! You made it! Sind nicht da nach Hause, als hätten sie es geschafft.
Ja toll, lad nach. Au. Was zur Hölle? Ich hätte einmal Zwischensorten speichern. Jetzt müssen wir wieder Chris holen. Oh nee. Ja, in der Dunkelheit lauert die Angst. Aber, weil ich wirklich davon ausgehe, die Pistole brauchen wir gerade gar nicht mehr, mache ich das ein bisschen anders. Wir wissen ja jetzt, dass wir einen Platz frei brauchen. Die Pistole, die ich von außen gar nicht mehr gebraucht. Das nehmen wir mit, um hier uns einmal zu heilen. Wow, ja. So. Dann nehmen wir noch so ein Ding mit, falls ich doch jetzt noch von den Viechern da draußen getroffen werde, wie vorher nicht. Man weiß ja nie. Dann laufen wir jetzt. Quiz holen? Diesmal speichern wir dann bei der einen Kiste. Und dann gehen wir erst weiter. Hi. Tschüss. Oh, das war knapp. So, Chris holen, Chris holen. Das Katzen mal wieder raus. Och, das ist. Ja. Das ist natürlich nervend, das Ganze. Aber gut. Das Schloss ist geöffnet. Es kommt wieder die Sequenz zwischen Chris und Jill. Dann geht's wieder raus. Dann gehe ich rein, noch die Muni sammeln. Jo, hallo, Chris. Jill. Kann ich es überspringen? Konnte ich. Sehr schön. Aber die Tür kann ich nicht überspringen. Chris, komm mal ran auf 2 Meter. Genau. Außer du hast deine Maske dabei. Wann das denn hier? Das kriegen wir jetzt noch hin. Das kriegen wir noch hin. Das ist. Ich hätte gerne einen schönen Feierabend hier. Eine schöne Feierabend hätte ich gerne. Come on, let's go. Ja, komm schon. Ja, ja. Lauf vor. Lauft vor, damit ihr trotzdem vor der Tür wartet, dann mir wieder ein paar Meter hinterherläuft, dann wollt ihr plötzlich Helden spielen, dann schafft ihr es nicht und ich müsste mich alleine dem Tyrant stellen. Weil wenn ich ja Barry nicht hätte, stirbt er beim Tyrant. Das ist auch so eine Sache. Er weiß auch nicht, wann seine Pistole leer ist. Oh, das sind so Sachen. Was?
Ja, es war hier. Ich muss kurz überlegen. So. Jetzt speichere ich hier. Kostet zwar auch wieder unnötige Zeit, aber... Und dich lasse ich hier, weil ich krieg da hinten ja neue Sprays. Und einen Platz muss ich freilassen. So. Diesmal sind wir besser vorbereitet, glaube ich. Ja, ja, Speichern beendet. Ja, dann lass mich. Lass mich weitermachen, bitte. Danke. So. Nochmal Check. Wir rüsten auch dich sofort aus, weil wir gegen ja keinen mehr. Und bei dir brauchen wir große Schießkraft, würde ich sagen. Ich kann das mal einmal dem Tyrant sagen. Er darf auch nicht auf 2 Meter ran. Er ist zwar, also der ist ja eindeutig infiziert. Er soll wenigstens Abstand halten. Wenn er hier schon frei rumläuft. Den nehmen wir mit. Den anderen können wir nicht mitnehmen. Platzmangel. Ja, hier ist Brad. Tschüss, Brad. So, und dann geht's hier hoch. Dann geht's hier hoch. Und dann müssen wir es diesmal aber schaffen, hoffe ich. Naja, wenigstens haben wir diesmal da nicht so viel uns Sachen, die wir anschauen, wieder müssen, bevor wir sterben. Bevor wir wiederkommen. So, dich brauchen wir. Okay, ist aber wirklich sonst nirgendwo was, wo wir noch hätten könnten untersuchen. Und hi. Hallo, Freundchen. Komm nicht wieder auf mich zu, indem ich nachlade. Hat mich mit einem Schlag fast getötet. Oh, Kacke. Jetzt hat er Barry getötet. Ich wollte nicht, dass Barry... Naja, ist mir egal, wenn wir es jetzt doch noch schaffen. Dann ist es halt so. Jill, use it! Kill it, whatever it is! Hättest du nicht ein bisschen früher kommen, dann hätte Barry auch überlebt. Ich kann euch nachher das Ende zeigen, was ich haben wollte. So. Barry ist leider von uns gegangen in dem Ende. Aber gut, ich zeige euch nachher dann das Ende, wo Barry nicht von uns gegangen ist.
Ja, damit haben wir Resident Evil 1 beendet. Das andere Ende, wo Barry mitkommt, habe ich nämlich auch, weil ich es ja schon alleine vor Jahren durchgespielt habe. Und ich kann die Videos halt angucken. Deswegen werde ich euch das dann einfach zeigen, was für mich eigentlich das richtige Ende von Resident Evil 1 ist, was eben passt zu den anderen Teilen. Aha, Pommes mit Schnitzel. Du bist auch eine abgelaufene Sushi-Rolle. Und hat es auch wieder ein Level Up. GG, GG. So, ein bisschen abspannen, glotzen. Okay, der Abspann ist, glaube ich, gleich vorbei, so wie es nach den Videos zu urteilen ist. Ich hoffe, euch hat aber dieses Spiel genauso Spaß wieder gemacht wie mir. Wie gesagt, ich glaube, das vierte oder fünfte Mal, wo ich Resident Evil 1 durchspiele. You did a fine job. Und es hat mich immer wieder... Finde ich immer wieder super. Wir haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Nice. Für mein zweites Durchspiel mit Jill. Oder so. Ich glaube, ja, auf der PS4 jetzt das zweite Durchspielen. Nice. Muss ich meinen Streamplan für morgen Mittag verändern, weil ich das hier ja nur gemacht habe, per Zufall eigentlich. Ich wollte heute ja gar nicht streamen. Jetzt muss ich rausfinden, da ist Jill, glaube ich, alleine. Ist das das mit, wo Barry dabei ist, oder ist das mit Chris alleine? Bin ich auf das Kostüm gespannt. Ich weiß nur nicht, wo ich mir das anschauen kann. Ich glaube, wenn ich das Spiel starte, ich glaube, das ist am Anfang. Ist das nur Chris jetzt alleine? Nee, da ist Barry. Das ist das Ende, was meiner Hinsicht das richtige Ende ist vom Spiel. Es ist nicht viel anders. Es ist nur, dass Barry mit dabei ist. Und sie in einen schöneren Sonnenaufgang fliegen. Sonst hat sich, glaube ich, nicht wirklich großartig was verändert. So. Daraus. Und wie man sieht, ja, es gibt mehrere, also echt viele Enden. Ja, ich glaube, Resident Evil. Neues Kostüm wurde freigeschaltet. Ja, Chris haben wir das BSA-Kostüm aus Resident Evil 5, das wusste ich. Ah, hier ist das neue. Weil das ist das, was ich schon hatte. Von BSA. Und ja, das hier. Und eben halt Jill Classic. So, erstmal verabschiede ich mich bei all den Leuten bei YouTube.
Dank. Und ja. Bis zum nächsten Mal auf YouTube, ne? Tschüss.